Moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal, liebe Zuschauer. Ja, ich habe wieder mal eine Runde durchgeackert sozusagen. Wieder eine schöne Runde mit mir hier an dem schönen Damm entlang nach meiner Nachtschicht so gesehen. Und ja, heute möchte ich euch wieder einiges verklickern sozusagen. Und es freut mich, dass ihr alle wieder einmal hergefunden habt, liebe Zuschauer. Ja, liebe aktiven Freunde, was soll ich euch erzählen? Die Woche war ja schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also wenn ich so über diesen Gold- und Silberpreis nachdenke, dann fällt mir dazu wirklich nicht viel ein. Also der Preis war diese Woche sehr, sehr volatil. Das habt ihr alle mitgekriegt, gerade was den Goldpreis betrifft. Und im Endeffekt ist es halt so, dass momentan die Weltwirtschaft sozusagen sich in einem stillen Krieg befindet. Kann man das so sagen, in einem stillen Krieg? Ich würde schon sagen, oder? Wisst ihr alle, gerade was China betrifft, die USA betrifft, etc. und so weiter, was Trump betrifft, die Fed, die EZB. Also hier ist einiges irgendwie momentan am Unargen, würde ich sagen. Die Aktienmärkte reagieren natürlich darauf, ihrerseits. Nicht nur die, natürlich auch der Edelmetallpreis. Und ja, also bei 1513 US-Dollar, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, korrigiert mich gerne, notiert der Goldpreis pro Feinunze momentan dieses Wochenende. Beim Silber ist es bei 17 US-Dollar pro Feinunze Silber. Also ihr seht schon, zum letzten Wochenschluss hat sich da jetzt nicht unbedingt viel getan. Also letztes Wochenende war es bei 1495 US-Dollar pro Feinunze Gold und diese Woche eben bei 1513 US-Dollar. Also das macht pro Woche jetzt ungefähr, ja, man kann sagen, so 20 US-Dollar, knapp so, ja, reduzieren wir es auf 15 US-Dollar. Also wenn wir es abrunden, dann haben wir ungefähr diesen Wert, der jetzt diese Woche das Gold nach oben gegangen ist, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht, wie lange hier Trump und Co. Meinen, sie müssen ihre Machtspiele spielen. Das kann natürlich noch länger dauern, wer weiß das schon. Und ja, ich bin gespannt auf nächste Woche. Das Kursziel von 1600 US-Dollar wurde logischerweise dieses Wochenende nicht erreicht. Aber gut, ich glaube, nächste Woche ist noch viel Luft nach oben. Ich hoffe es ehrlich gesagt inständig nicht, dass es so ist. Denn im Endeffekt würde ich mir persönlich wünschen, dass jetzt mal endlich wieder diese große Korrektur vonstatten geht. Dann kann der ein oder andere auch nachkaufen. Im Silber sowieso, das habe ich aber auch schon öfters in den letzten Videos gesagt. Silber ist ein Edelmetall, was immer noch günstig ist und es immer noch günstige Einstiegspreise gibt. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen, für euch da draußen, eine Alternative, um sich auch ein bisschen was zurückzulegen, liebe Zuschauer. Ja, einfach so ein bisschen nebenbei in die Rente zu sparen oder so. Weil wenn ich so an die Rente denke, dann kriege ich einfach das, ja, was soll ich sagen, kriege ich das Kotzen. Ne? Kriege ich das Kotzen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann hier nur für Deutschland reden. Und im Endeffekt ist das wirklich, ja, das ist für den Arsch die Rente in Deutschland. Wenn man jetzt normal arbeitet, so wie ich, Normalsterblicher, in Anführungsstrichen, dann wird man mit dieser Kackrente wahrscheinlicherweise auskommen müssen. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man das ein oder andere zusätzliche Edelmetallstück oder wie ihr auch das macht, das ist dann eure Entscheidung, aber dass man sich halt einfach ein bisschen was für die Zukunft zusätzlich beiseite legt, liebe Zuschauer. Ich finde, das ist ein absolutes Must-Have und leider Gottes machen sich viel zu wenige Menschen, gerade junge Menschen, immer noch darüber Gedanken, wie sie ihre Zukunft ein bisschen besser absichern können. Und deswegen habe ich mir ja ein paar Aktionen überlegt, über die ich eigentlich noch nicht so wirklich mit euch gesprochen habe, liebe Zuschauer. Und deswegen will ich das jetzt in diesem Video, an diesem schönen Samstag, jetzt wird es dann schon langsam Sonnenaufgang, so langsam kommt der Sonnenaufgang, da hinten, seht ihr das da hinter mir, genau hier kommt jetzt dann die Sonne. Ja, und deswegen habe ich mir, aber zurück zum Thema, deswegen möchte ich mir ein paar Aktionen überlegen, beziehungsweise habe ich mir überlegt. Den ersten Kandidaten für dieses Projekt habe ich mir schon rausgesucht. Und ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Aber erstmal zur Erklärung, um was es sich handelt. Das Ding ist, ich weiß, wie es ist, wenn man einfach nichts hat, liebe Zuschauer. Ja? Kurze Real-Life-Story dazu. Ich war ziemlich lange bei der Armee, also bei der Bundeswehr. Und wenn man nach 10 Jahren zum Beispiel, also bei mir war es so, dann aus der Bundeswehr irgendwann entlassen wird, weil man seinen Dienst getan hat sozusagen,
steht man auf der Straße ziemlich schnell. Und zwar auch aus diesem Grunde, weil man eben zwar vielleicht, so wie ich, einen gelernten Beruf hat, ja, aber halt eben diese 10 Jahre Berufserfahrung einem fehlt. Und das ist genau der Grund, wo dann viele Arbeitnehmer damit argumentieren, zumindest war es bei mir so, die dann sagen, ja, was willst du denn? Du hast ja 10 Jahre nicht aktiv in deinem Beruf gearbeitet. Ja, dich kann ich nicht einstellen. So auf die Art halt, ne? Und schlussendlich habe ich dann ziemlich schnell Probleme gehabt, nach meiner Dienstzeit so gesehen. Und ja, das hat dann irgendwann damit geändert, dass ich auf der Straße gesessen bin. Und zwar buchstäblich auf der Straße, muss man sagen. Und ich tatsächlicherweise 2 Nächte auf der Straßenbank gepennt hatte, liebe Leute. Ja, weil ich einfach keine Kohle mehr hatte, keinen Unterschlupf und halt eben keine Arbeit. Und als ich dann zur Gemeinde gegangen bin, beziehungsweise zu dem jeweiligen Landratsamt, ich habe mich da irgendwie hingearbeitet, ja, also irgendwie so mit der letzten Kraft, kann man sagen. Und dann gefragt habe, ja, was mache ich jetzt, wo kann ich pennen, wie ist das und so weiter. Wisst ihr, was ich als Antwort gekriegt habe? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, hier sind sie falsch. Sie müssen schon dahin gehen, wo sie Obdach geworden sind. Ja, also da müssen sie dahin und in dieses andere Landratsamt und hier und da und jenes. Und wisst ihr, das ist Deutschland. Genau das ist Deutschland. Das sagt man zu jemandem, der eh schon keine Kohle hat, hier bist du falsch. Und ich denke mir in dem Moment nur so, ja und jetzt? Soll ich mir die Kohle aus dem Baum rausschnitzen oder was? Was ist los mit dem? Ja, ich kann mir doch nicht die Kohle scheißen. Also du wirst im Endeffekt dann direkt zum Schwarzfahren, was die Bahn zum Beispiel betrifft. Du wirst als Verbrecher quasi schon gezüchtet. Aber das nur so als kleine Real-Life-Story nebenbei. Warum ich euch das erzähle, darauf komme ich gleich. Weil diese Aktion, die ich starte auf meinem Kanal, hat nämlich eben damit auch zu tun, liebe Leute. Das Ding ist, es gibt so viel Scheiße auf dieser Welt und was es auch ziemlich viel gibt, ist halt eben einfach auch Armut. Ja? Und ich möchte mit meinen Aktionen YouTuber etwas, wie soll ich sagen, YouTubern etwas geben, was so in der Art keiner macht. Und zwar den sogenannten Silbermatzes Edelmetallpreis, liebe Zuschauer. Ich werde an YouTubern, die sich in meinen Augen irgendwie verdient gemacht haben mit ihrem Kanal, mit ihren Kanälen, mit ihren Themen, mit ihrem Schaffen, liebe Leute, einfach auch ein Stück weit an Edelmetallen zukommen lassen. Einfach nur als Edelmetallpreis bzw. als Silbermatzes Edelmetallpreis, um einfach nur mal Danke zu sagen für das, was sie tun. Ja? Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, warum denn ausgerechnet die YouTuber? Das Ding ist, liebe Zuschauer, ich weiß, wie es ist, ein YouTuber zu sein. Ja? Und wenn du teilweise Kommentare kriegst, und kein YouTuber kann mir erzählen, dass er da anders drüber denkt, wenn du Kommentare kriegst und die dann eigentlich auf deine Person abzielen, die absolut unter der Gürtellinie sind, dann kriegst du manchmal echt das richtig das Kotzen. Ja? Dann kriegst du richtig das Kotzen, weil du denkst, hallo, muss das sein? Du kannst es auch anders formulieren. Ja? Und das Ding ist, man muss es halt so sehen. Als YouTuber stehst du immer als eigene Person mit deinem Gesicht vor der Kamera. Ja? Und das, was du letzten Endes auf YouTube verkaufst, ist unter anderem du selbst. Ja? Als deine Person eben. Und das kann manchmal schon sehr, sehr anstrengend sein. Und deswegen werde ich versuchen, einerseits, natürlich, ich würde lügen, wenn es anders ist, Reichweite zu schaffen, ja, mit diesen Aktionen, eben durch große YouTuber. Aber andererseits möchte ich damit aber auch auf das Thema Edelmetalle aufmerksam machen, liebe Zuschauer. Das ist mir wichtig, einfach diesen Gedanken anstoßen, dass junge Leute wieder anfangen, sich für Vorsorge zu interessieren. Weil ich finde, das ist ziemlich wichtig in dieser Welt. Weil sonst kann es euch irgendwann mal so gehen wie mir und ihr sitzt postwendend einfach auf der Straße. Und da ist niemand, der euch hilft. Ja? Da ist keiner mehr. Die scheißen einfach auf dich. So ein Ding ist das. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, meine Erfahrungen einfach auch weiterzugeben, gerade was die Edelmetallwelt betrifft. Und dann zum zweiten Punkt. Ich möchte natürlich dadurch Reichweite schaffen. Dann möchte ich Kanäle ehren, die einfach sich verdient gemacht haben und letzten Endes einfach auch auf die Welt der Edelmetalle aufmerksam machen, liebe Zuschauer. Das ist mir wichtig, einfach zu zeigen, was man damit machen kann. Und letzten Endes werdet ihr dann auch entscheiden, welche YouTuber das werden sollen. Ihr könnt also gerne zum Beispiel jetzt in diesem Video schon anfangen, Kommentare drunter zu posten, wer sich in euren Augen verdient gemacht hat, auch mal diesen kleinen Silbermatzes oder auch großen, wer weiß das schon, Edelmetallpreis zu gewinnen, in Anführungsstrichen.
Und ich werde dann alle Namen zusammensammeln, mir die Kanäle anschauen, recherchieren, ob sie in meinen Augen auch, wie soll ich sagen, ob da auch was dahinter ist. Und ja, dann werde ich vielleicht ein Video darüber machen, wo ich dann das auslose, wer der Gewinner ist von den YouTubern. Und das möchte ich auch hier nochmal gesagt haben. Nicht nur große YouTuber, auch kleine. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Natürlich werde ich auch die Aktionen für ganz große YouTuber machen, denn ich möchte natürlich Reichweite schaffen, ist klar. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie dieses Projekt läuft. Das sind diese Aktionen, von denen ich schon erzählt habe, die ich mit euch vorhabe, liebe Community. Und ich bin echt gespannt, wie die erste Aktion anläuft. Aber leider Gottes ist dieses Produkt, was aus Loveland kommt, liebe Leute, immer noch nicht eingetroffen. Ja? Also ich habe jetzt vorher noch mal geguckt, das sind circa so 2 Wochen noch, was das dauert, bis es endlich bei mir eintrifft. Bis dahin werde ich mir noch ein bisschen Zeit gönnen müssen, um diese ganzen Aktionen starten zu können. Und ja, dann heißt es Let's Fets, liebe Leute. Und letzten Endes bin ich auch schon sehr gespannt, was für Namen ihr an YouTubern drunter schreibt. Das möchte ich auch nochmal betont haben, denn alles ist erlaubt. Ja, also es geht hier nicht darum, nur YouTuber hochzuhalten, die groß und mächtig sind oder halt nur aus der Edelmetallszene sind, sondern wirklich, ich rede hier von wirklich jeder Kategorie. Ihr könnt drunter schreiben, wer euch einfällt, was, wo ihr der Meinung seid, der hat es mal verdient. Einfach auch mal ein bisschen Anerkennung, liebe Leute. Das ist nämlich letzten Endes genau das, worum es geht. Einfach auch mal wieder Anerkennung für Leute zu schaffen, ja? Einfach mal nur, wie soll ich das sagen? Ich formuliere es mal so rum. Nehmen ist schön, aber was zurückgeben kann auch schön sein, liebe Leute. Und das ist letzten Endes das, was mir wichtig ist, einfach auch mal Danke zu sagen. Einfach auch mal zu sagen, hey, du machst einen tollen Job mit deinem Kanal. Schön, dass du hier deine Aktion machst und die Welt mit dieser Vielfalt bereicherst, liebe Leute. Insofern, es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr hier bei mir dabei wart. Es ist jetzt 6:30. Ich werde jetzt heimfahren, noch schön gemütlich in die Dusche hupfen, damit ich wieder schön frisch bin. Und ja, bleibt mir gewogen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, kommentieren und liken, Daumen verteilen nach oben. Da freue ich mich immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder am Sonntag zu meinem Review dieser Woche. Bis dahin, haut rein.